Anderthalb Stunden später fängt unser Collab an. Ja! Okay. Hallo, ja. Mein Name ist Peter. Ich bin Peter. Der Page in dem kleinen Hotel zum kühlen Bach. Bei meiner täglichen Arbeit im Hotel erlebe ich allerlei skurrile und mysteriöse Geschichten. Begleitet mich auf diese Reise bei einem weiteren Abenteuer. Okay, Peter. Spiel starten. Hm. Okay, wir haben jetzt 10.22 Uhr. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Ah. Warte, da hier ist schon ein Schlüssel. Bist du kurz? Haben wir den Leuten gesagt, was wir machen? Wir sind hier anderthalb Stunden am Reden. Wisst ihr, was wir machen heute? Wisst ihr, was wir machen? Lude Dinge. Nein! Ja. Nein, wir haben keine luden Dinge vor. Und das Ding ist so, Fumi lacht immer so. Aber eigentlich meint sie, oh yeah. Kann ich das überhaupt? Kann ich das? Nein. Keine Sorge. In deinem Chat tue ich so, als wärst du Seso. Ich bin Seso. Ich bin auch Seso, ja. Mhm. Ja, wir sind beide sehr. Fumi, bist du eins sie oder eins er? Sie? Eins sie. Sie? Und du, Shani? Ich bin... Es ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass ich Alpha bin. Ich bin der Hengst in der Herde. Also. Okay, warte mal. Ich habe jetzt gerade den Schlüssel genommen. Ja. Oh! Ein neues Rätsel. Meine liebe Kollegin, das Zimmermädchen Maria, legt mir manchmal ein Rätsel in den Briefkasten. Da ich so gerne knifflige Aufgaben löse. Ah. Und dann ist das Hotel. Right? Hotel. Ja. Ja. Okay. Ja. Schöne Lobby, sehr modern, sehr farblich, sehr schön. Oh, ich habe gerade die Zeitung hier. Ja. Achso, wir sehen das Gleiche, oder? Ja, wir sehen das Gleiche. Große Puppenausstellung. Alle Besucher sind willkommen, Eintritt frei. Kann man hier klingeln oder so? Oh! Hallo? Hallo? Oh, zwei grüne Bäume. Du hast es schon mal gemacht, ne? Also das jetzt nicht, aber Escape Rooms war ich schon mal drin hier. Oh, ich noch gar nicht. Ach, das kriegen wir hin. Ich wollte einmal in ein Escape Room gehen, aber das hat nicht geklappt. Ich glaube, ich war krank oder konnte nicht. Ah. Ich bin oft krank. Falls wir uns mal in Real Life treffen, ich werde in... Es besteht eine 70-prozentige Chance, dass ich krank werde. Okay. Warte mal, ist hier irgendwie Schimmel oder so an der Wand? Schimmel? Na, es gibt aber eine Mietreduktion. Nanu, kommt der Koffer auf einmal her. Der stand doch vorher noch nicht hier. Ein Koffer. Das ist aber mysteriös. Warum kommt aus dem Koffer ein Lachen? Ja, warum? Das klingt echt creepy. Selfie. Ja, guck mir in die Jacken. Schmetterlinge. Wo war was? Wo gucken wir hin? Hier die Karte. Ja. Lies du vor. Meine liebe Gloria, es hat einige Tage gedauert, bis ich den verfluchten Gegenstand aufspüren konnte. Ja. Ich hoffe, dass ich ihn ohne einen Zwischenfall zu dir bringen kann. Bitte bereite alles vor, damit wir Schlimmeres verhindern können. Ich bin mir nicht sicher, wozu das Objekt in der Lage ist. Hm. In Liebe, dein Franz. Franz! Gloria Rosenbaum. Bielefeld. Bielefeld? Ich war noch nie in Bielefeld. Ich auch noch nicht. Ah, wo ist Bielefeld? Ich hatte immer eine 4 in Geografie. Ich dachte bis zur 4. Klasse, dass Kanada irgendwo in Deutschland liegt. Irgendwo so in der Nähe von Deutschland. Ich bin sehr schlecht in Geografie. Ich bin aber nicht besser. Also, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich hoffe, wir müssen nicht wissen, wo tatsächlich Bielefeld liegt. Wir können Chat fragen. Chat, wo liegt Bielefeld? Ich, NRW. Ich komme bald nach NRW. Ich muss da einen Werbespot aufnehmen, weißt du? Dann sage ich so, haben Sie auch Probleme mit Ihrem Bird of Paradise? So,
Ich habe kaufen Sie Lebensmittel. Wie, hast du schon mal Voice Acting gemacht? Nee, noch gar nicht. Überhaupt noch gar nicht. Oh, okay. Also. Ja, sind wir fertig. Oh, Schmetterlinge. Schmetterling. Warte mal, da sind 3 ohne Umrandung. Warte mal, ist das wichtig, die zu zählen vielleicht? 9 Schmetterlinge und 3 davon sind ohne diese Umrandung. Mhm. Okay. Komm ich denn hier raus? Ah, so. Geht nicht auf. Ist sonst noch okay, irgendwas? Das haben wir schon. Okay, also. Oh Gott! Das ist so creepy! Das ist so laut! Das ist das Paket! Wait. Was ist das Lied? Fußball! Aber wait, das Lied. Huimi, das Lied, das gespielt hat. Ja. Ist das wahr? Ich weiß es nicht, aber es war. Da, over the rainbow. Oh, das war Rainbow. Over the rainbow, really? Es klang so. Okay, warte, ich will nochmal hören. Over the rainbow. Yeah. Oh, ja. Ja. Oh, also, ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Ich weiß es nicht. Aber okay. Interessant. Oh, wo ist das? Wo hast du hier eigentlich liegt? Klaus, Uwe, Code Gerda, Namen. Werner, Franz, Christoph. Was sind denn das für Alman-Namen? Susanne! Heiko! Okay, ich muss sagen, also der einzige beste Name. Ja? Sag du. Gisela. Ich muss sagen, ich hatte eine Susanne in meiner Klasse. Aber die war echt heiß. Die hab ich beim Flaschendrehen geküsst. Die Susanne war mein zweiter Beweis dafür, dass ich Bi bin. So, die Susanne, die war schon Schnittchen. Ach, da stehen ja Zahlen. 8, 1, 14, 2. Ach du Scheiße. Hey, warte, ich glaube, wir haben noch nicht alle Hinweise. Nee, wir haben jetzt nur die Schmetterlinge. Genau, und ich würde jetzt erstmal hier kurz weiter gucken. Ich wüsste nicht, wen ich jetzt anrufen soll. Ja, ich weiß auch nicht, wen du anrufen sollst. Ja, was ist das für eine Aussage? Ich muss noch mal aufs Klo. Ich habe viel getrunken. Der Arzt hat gesagt, ich soll viel trinken. Okay. Geh eben schnell. Warte mal. Löst du so lange weiter die Rätsel? Okay. Ich meine, ich kann rumgucken. Okay, bis gleich. Okay. Spannender Artikel. Also, hier sind auch Herzen drauf. 1, 2, 3, 4, 5 Herzen. Gloria Rosenbaum. Ist das ein Hinweis? Der Name? Warum geht es hier überhaupt um Puppen? Ich hasse Puppen. Gibt es irgendjemanden im Chat, der Puppen mag? Die sind so creepy. Oh nein. Okay. Wir haben Franz. Warte mal, ich ich hab wieder die Namen vergessen. Hieß sie nicht? Warte mal. Wir haben Franz. Wie hieß die in der Zeitung nochmal? Oh mein Gott. Gloria. Spannender Artikel. Gloria. Gab es eine Gloria? Gab es eine Gloria? Nein, es gibt keine Gloria. Codeingabe. Franz Rosenbaum. Geht es um eine Kombination von Vor- und Nachname? Uim. Hallo. Ich bin nicht weitergekommen, um ehrlich zu sein. Ich gucke hier die ganze Zeit rum. Spannender Artikel. Ja, Rosenbaum. Der hieß Franz Rosenbaum. Franz Rosenbaum. Okay. Im Artikel. Anita. Im Daisuke.
Okay, find ich okay, gut. Okay. Aber ja, Gloria Rosenbaum, das heißt, die sind... verwandt. Nein, das ist die gleiche Person. Ah, Fran... ah, doch, 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 die sind verwandt irgendwie. Doch, die müssten verwandt sein. Okay, was sagen denn die Briefe? Und diese Puppen, guck dir diese Herzen auch an. Ja, yeah, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Herzen. Franz Rosenbaum ist auf jeden Fall wichtig. Warum ist er wichtig? Weil er der Verfasser ist von der Postkarte. Der spielt irgendeine wichtige Rolle auf jeden Fall. Muss ich irgendjemand anrufen? Ich wüsste nicht, wen ich jetzt anrufen soll. Ja, yeah, ja, yeah, wen müssen wir anrufen? Müssen wir ihn anrufen? Fuyumi. Aber kann ich überhaupt irgendwas machen? Passiert hier überhaupt? Aha! Fuyumi! Ich rufe die Polizei lieber nicht an. Warum denn nicht? Ich würde die Polizei immer anrufen. Oh, ups. Polizei, könnt ihr uns kurz helfen? Wir haben hier so einen sehr verdächtigen Koffer. Kann ich 666 anrufen? Meine Daddy. Okay, das klappt irgendwie. Was ist jetzt wirklich dein Daddy? Mein Daddy, Satan. Das ist nicht true. Jesus ist mein Daddy, aber er hat leider keine Rufnummer. Ey, ich weiß nicht, was wir machen sollen gerade. Ich auch nicht. Ich dachte, du hast eine Idee. Ich dachte, du bist da irgendwie so erfahren oder so. Ich möchte jetzt nicht mit dem Aufzug fahren. Okay, pass auf. Also wir haben diese Fußspuren. Also müssen wir auf diese Fußspuren gehen. Diese Fußspuren sagen uns... Also wir müssen auf jeden Fall das nächste Rätsel hier lösen. Fuyumi, das wäre jetzt echt peinlich, wenn wir gar nichts lösen würden. Ich will es dir nur sagen. Was war das denn? Das war meine Katze. Sorry. Ich dachte gerade, dass irgendwas hingehen soll. Hä? Nein, sorry, das war meine Katze. Gloria Franz. Okay, Gloria Franz. Oder ist die... hä, ist die Postleitzahl? Gloria Rosenbaum, kannst du nicht lesen? Kannst du Blusklus? Blusklus? Hä? Blau und schlau? Hä? Du kennst das nicht? Nein. Huh. What do you mean? Hm? Ich kann noch viel von dir lernen. Hm. Hm. Warum ist die Glocke hier so? Also, das muss ja einen Grund haben. Susanne ist auf jeden Fall 5. Susanne ist 5 Puppen. Oh nein. Aber wir wissen nicht. Warte mal. Ja. Nee, 5 Herzen. 5 Herzen bei den Puppen. Manche Namen sind dicker. Willst du. Ernsthaft? Wir müssen einfach nur die dicken Buchstaben. Das macht also doch keinen Sinn. Der Uwe, der Werner und die Rosa sind dicker. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doch, 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 doch. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. 1, 2, 3 sind dicker. Codeingabe. Ja, aber vielleicht ist der Code woanders wichtig. Beim Telefon. Ach so, warte mal, aber Moment. Ja. Moment. Aber können wir dann nur 3 Ziffern eingeben? Ich wüsste nicht, wen ich jetzt anrufen soll. Ja. Wait. Hast du jetzt schon die 8 gedrückt? Weiß ich nicht. Ich wüsste nicht, wen ich jetzt anrufen soll. Du machst. Mach du. 1, 2, 3. Und jetzt? Ja. Bestätigen? Wie bestätige ich? Warten wir jetzt ein. Entschuldigung, hattest du noch nie so ein altes Telefon? Kann sein, dass du ein fucking Bonze bist. Was? Aber, welche Ziffern müssen wir denn noch eingeben? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh. Wait! Das heißt, es sind die Zahlen, die wir nicht haben! Okay, Baby. Das heißt, warte mal. Okay, also wir haben 1, 2, 3, 4 haben wir nicht. Also 4. Wait, 4. Ich brauche einen Stift. Nee, Moment, warte mal. 4, 7. 7, 4. 4. Also, wait. 12? Also 4, 7 hast du gesagt? Ja? Ja. 12? 8. Warte mal, 8, 9, 10, 11, 12. 12? 14. Ha? Ja, genau. Also 4, 7 und 12. Okay, dann müssen wir das beim Telefon eingeben. Oder bei der Code-Eingabe.
Ja. Okay. Ja. Okay. Wir probieren es mal beim Telefon. Ich wüsste nicht, wen ich jetzt anrufen soll. Ja. Yeah. 7, 12. Ja, und jetzt? Ah.